Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Buschmann, ich meine, das müssen Sie uns auch zugestehen, so viele Argumente für die Quote, und zwar gute Argumente, wie wir hier in gefühlten 150 Debatten schon ausgetragen haben, werden Sie sicherlich verstehen, dass wir langsam an Ihrer Lernfähigkeit erhebliche Zweifel haben. Und die Quote ist auch deutlich mehr als die Verbesserung von Karrierechancen für Frauen. Die Quote ist ein Beleg für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an den Entscheidungen und Ressourcen unserer Gesellschaft. Die Linke steht dazu und sagt es immer wieder, wir sind für eine geschlechtergerechte Gesellschaft und wir sind auch für eine geschlechtergerechte Besetzung von Vorständen und Aufsichtsratsgremien. Und wenn es nach uns ginge, würden wir gerecht in Zahlen, wer die Hälfte der Bevölkerung ist, dem steht auch die Hälfte zu, darstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schlicht nicht hinnehmbar, dass Frauen mit lediglich 15,6% in Aufsichtsräten und mit nur 4,2% in Vorstand vertreten sind. Und Herr Kauder, auf Ihre Zwischenrufe gehe ich gerne an anderer Stelle noch mal ein. Jetzt kümmere ich mich hier um das Wesentliche. Der Gesetzentwurf, den wir hier heute behandeln, weckt in mir aber trotzdem ehrlich gestanden zwiespältige Gefühle, weil er zugleich, finde ich, ein aussichtsloses taktisches Spielchen ist. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, liebe Kolleginnen von der SPD und den Grünen, dass CDU und FDP sich darauf einlassen. Sie zeigen doch heute wieder deutlich, dass sie so blockiert sind, dass sie schlicht keine geschlechtergerechte Gesellschaft wollen. Und ich muss aber auch deutlich sagen, mir kamen schon zwiespältige Gefühle bei der Einbringung der Bundesratsinitiative. Wobei ich es natürlich einerseits verstehe, wenn man die Unbeweglichkeit dieser Regierungskoalition in der Frage der gesetzlichen Quote ansieht, ist es natürlich erfreulich, dass wir womöglich mit auch Stimmen von CDU-regierten Ländern tatsächlich erstmals eine verbindliche Quote auch festschreiben können und diese im Bundesrat gefordert wurde. Andererseits, und das finde ich bedauerlich, waren Grüne und SPD in ihren Forderungen schon mal erheblich weiter. Sowohl in ihren eigenen parlamentarischen Initiativen als auch im Rahmen des überparteilichen Bündnisses der Berliner Erklärung. In diesem Bündnis haben wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, auch mit denen aus der Regierungskoalition, gefordert, dass alle börsennotierten, mitbestimmungspflichtigen und öffentlichen Unternehmen als ersten Schritt verpflichtet werden, in ihren Aufsichtsräten bis zum Jahr 2018, ich betone bis zum Jahr 2018, weil 2013 finden die entscheidenden Wahlen statt, eine Mindestquotierung von 30% zu erreichen haben und dann es zügig weiterzuentwickeln haben. Und weil wir alle wissen, dass die Freiwilligkeit zu keinem Erfolg führt, haben wir spürbare Sanktionen vorgesehen. Nämlich, wenn die Zusammensetzung eines Aufsichtsrates dieser Regelung widerspricht, sollten die Beschlüsse unwirksam werden. Und jetzt, wo sogar der Entwurf eines entsprechenden fraktionsübergreifenden Gruppengesetzesentwurfs auf dem Tisch liegt, verlassen ausgerechnet SPD und Grüne den Konsens dieses Bündnisses und legen den vorliegenden Gesetzentwurf vor. Ein Gesetzentwurf, der deutlich hinter den bisherigen Eckpunkten der Berliner Erklärung zurückbleibt. An welchen Punkten gibt es Abweichungen? Die will ich hier nennen, weil ich schon mal darauf aufmerksam machen will, dass wir auch entsprechende Änderungsanträge einbringen werden. Erstens, für Unternehmen gibt es in diesem Gesetzentwurf viel zu viele Ausnahmen. Zweitens, erst ab 2018 soll die erste Stufe mit 20% Frauen in Aufsichtsräten erreicht werden. Dann haben Sie drittens noch ein paar butterweiche Sanktionen eingebaut, nämlich die Namensnennung von Unternehmen, die gegen das Gesetz verstoßen, und die Streichung der steuerlichen Absetzbarkeit von Aufsichtsratsvergütungen. Ich sehe schon, wie alle Angst kriegen. Warum also ein kampfloses Abweichen von SPD und Grünen von den gemeinsam ausgehandelten und breitgetragenen Forderungen der Berliner Erklärung? Weil Ihnen der Spatz lieber ist als die Taube in der Hand als die Taube auf dem Dach? Oder aus wahltaktischen Gründen. Wenn Ihnen damit tatsächlich die Meisterleistung gelingt, die Regierungskoalition auf den Weg einer gesetzlichen Quote zu bringen, werde ich die Erste sein, die sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ein Glanzstück. Sie werden wahrscheinlich auch erwidern, dass die Einbringung des Bundesratsentwurfs durch die Bundesregierung dauern würde, bis wir hier alle Moos ansetzen. Das glaube ich auch.
Das haben nämlich auch in den letzten 22 Jahren die letzten Bundesregierungen, haben in keinster Weise, im Übrigen auch nicht die Rot-Grüne, da etwas Substanzielles geleistet, um den Gleichstellungsauftrag des Grundgesetzes in Führungspositionen umzusetzen. An dieser Tatsache kommen Sie nicht vorbei. Das hätten wir auch alles auf Grundlage der Berliner Erklärung diskutieren können. So, ich sehe, meine Zeit geht hier langsam dem Ende zu. Deswegen abschließend noch zwei Bemerkungen zur Linken. Für die Linke bleibt es dabei. Wir wollen, dass es in diesem Land geschlechtergerecht zugeht, und wir halten uns auch an die im Bündnis getroffenen Vereinbarungen. Wir wissen, es gibt genug qualifizierte Frauen, um schon 2013 die Gremien in Aufsichtsräten anders zu besetzen. Deshalb werden wir entsprechende Änderungsanträge in die weiteren Beratungen einbringen. Und ich vermute, dass die CDU und FDP sich diesen Änderungsanträgen, aber auch ihrem Gesetzentwurf nicht anschließen wird. Deswegen will ich Sie jetzt schon ermuntern, sich dann unseren Änderungsanträgen anzuschließen, damit wir dann konstruktiv vorankriegen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns weitere konstruktive Debatten und endlich einen Schritt in Richtung mehr Geschlechtergerechtigkeit. Vielen Dank. Das Wort hat nun Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU.